macht Spaß. Ach, das kann ich mir denken. Aber deshalb bist du ja wohl nicht mitgekommen. Nö, ich wollte mal wissen, was ein Schutzpolizist alles machen muss. Oh, ja, muss eine ganze Menge machen. Ich meine das Wesentliche. Gut, also das Wesentliche. Der Schutzpolizist versieht eine wichtige und verantwortungsvolle Tätigkeit zum Schutz des Lebens der Bürger, des sozialistischen und persönlichen Eigentums und zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit. Ja, soweit hat mein Vater mir das auch schon erklärt. Ja, ist doch gut. Aber wie sieht das im Einzelnen aus? Schön. Also, im Einzelnen. Wir treffen den Schutzpolizisten auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. In einem Funkstreifenwagen sind da Schutzpolizisten? Auch. Wieso auch? Ja, weil die Verkehrspolizei auch mit Funkstreifenwagen fährt. Aber uns erkennst du am Ärmelabzeichen. Schutzpolizei. Es gibt verschiedene Einsatzformen für den Schutzpolizisten. Die motorisierte Streife mit dem Funkstreifenwagen, den du ja inzwischen gut kennst. Die Kratstreife oder die Fußstreife. Und die ist besonders bedeutsam, weil der Schutzpolizist hier am engsten mit den Bürgern in Verbindung steht. Das ist klar. Ja, der Schutzpolizist soll in erster Linie vorbeugend wirken. Das heißt, er hilft, Diebstähle zu verhindern oder andere Störungen und Gefahren, damit keiner zu Schaden kommt. Nehmen wir als Beispiel eine Baustelle. Ich weiß schon, die Baustelle, der beliebte Spielplatz. Na ja, wie schnell ist da ein Unglück passiert? Wobei die Kinder die geringste Schuld treffen. Der verantwortliche Bauleiter hat die Baustelle so zu sichern, dass sie von keinem Unbefugten betreten werden kann. Und das muss der Schutzpolizist auch kontrollieren? Genau so ist das. Der Schutzpolizist hat einen festgelegten Streifenbereich. Und wenn sich in diesem Bereich eine Baustelle befindet, muss er diese täglich mehrmals kontrollieren und mögliche Gefahren erkennen und abwenden. Wie ein Unglück passiert. Richtig. Das meinte ich, als ich vorhin sagte, er muss vorbeugend tätig sein. Und wenn nötig, mit einem guten Rat helfen. Die Kratstreife wird in weiträumigen Streifenbereichen eingesetzt, um schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Hat er auch Sprechfunk? Ja, selbstverständlich. Die Kratstreife ist genau wie die Fußstreife mit Sprechfunk ausgerüstet. Kann also jederzeit mit dem Diensthabenden in Verbindung treten, so wie der Diensthabende auch ihn jederzeit erreicht. Auch der Funkstreifenwagen ist natürlich sehr beweglich und kann schnell zu einem Ereignisort fahren. Ereignisort? Können Sie mal ein Beispiel sagen? Ja, nehmen wir mal Folgendes an. Ein Bürger beobachtet jemanden, der von einem Motorrad ein Rad abmontiert. Und der Bürger hat nicht den Eindruck, dass es der Besitzer des Motorrades ist. Er verständigt über 110 telefonisch die Volkspolizei. Ein Funkstreifenwagen wird zum Ereignisort befohlen. Schnelles Reagieren wird von uns erwartet. Guten Tag, Meister Kaufmann. Ja. Haben Sie die Volkspolizei benachrichtigt? Ja, vor kurzem habe ich gesehen, wie zwei junge Männer von diesem Rad das Vorderrad abmontierten. Ich kenne die beiden nicht, die noch nie gesehen. Aus diesem Grund habe ich Sie informiert. In welche Richtung haben sich die Bürger entfernt? Die beiden sind in diese Richtung mit dem Rad weggegangen. Warten Sie bitte einen Moment. Konto 350 am Ereignisort Balbertsstraße eingetroffen. Vom Grad TS 250 wurde Vorderrad entwendet. Spuren sind vorhanden. Kriminalpolizei ist erforderlich. Kommen. Konto 350, verbleiben Sie am Ereignisort, bis die Kriminalpolizei eintrifft. Kommen. Das war ein Beispiel. Wir werden aber zu den unterschiedlichsten Ereignissen gerufen, um schnell und umsichtig zu helfen und die richtigen Maßnahmen einzuleiten. Bis die Fachleute kommen. Richtig. Ich habe da noch eine Frage. Ja? Muss der Schutzpolizist auch den Straßenverkehr lenken können? Na, können muss es auf jeden Fall. Wenn es die Situation erfordert, muss er auch regulierend auf den Straßenverkehr einfließen. Die Schutzpolizisten lösen ihre Aufgaben gemeinsam mit gesellschaftlichen Kräften. In erster Linie sind das die freiwilligen Helfer der Volkspolizei und die FDJ-Ordnungsgruppen. Guten Tag. Tag. Guten Tag. Ist da ganz schön was los? Ja. Ja. Die Stimmung ist toll.
Jugendheim ja. Ab 16 Jahren. Ja, ich komme heute Abend nochmal vorbei. Ja. Mhm. Schönen Abend. Gut. Bitte sehr. Tschüss. Die Abschnittsbevollmächtigten der deutschen Volkspolizei und die Schutzpolizisten können sich immer aufeinander verlassen und helfen sich gegenseitig. Ich gebe Ihnen mal die Personalien. Und Sie dürfen sich mal mit den Eltern und mit der Schule unterhalten. War der Bauzaun in Ordnung oder muss ich noch einmal mit der Bauleitung sprechen? Der Bauzaun war in Ordnung, aber die Beschilderung lässt zu wünschen übrig. Und die Baugrube müsste mal gedeckt werden. Gut, also ich werde dann noch mal mit dem Bauleiter sprechen. Und dann das abstellen. Und wo lernt man das alles? Du meinst, wo die Ausbildung der jungen Schutzpolizisten erfolgt? Ja. Nach dem Abschluss der 10. Klasse, einer abgeschlossenen Berufsausbildung und dem geleisteten Wehrdienst erhält jeder Neueingestellte an der VP-Schule Ernst Thälmann in Neustrelitz und in den Lehrdienststellen eine theoretische und praxisverbundene Ausbildung. Doch das meiste lernt er natürlich im täglichen Dienst. Und im Kontakt mit den Bürgern in seinem Streifenbereich. Und wer besonders tierlieb ist und für die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten der Diensthunde Interesse zeigt, kann sich zum Diensthundeführer entwickeln. Aber auch andere Qualifizierungsmöglichkeiten gibt es. Zum Beispiel Gruppenführer. Zur Aufgabe des Gruppenführers möchte ich sagen, er ist Vorgesetzter seiner Genossen im täglichen Dienst und bei geschlossenen Einsätzen. Zum Beispiel zur Suche eines vermissten Kindes oder einer Sache, muss er den Einsatz seiner Gruppe organisieren. Genossen, unsere Gruppe hat die Aufgabe, den Stadtpark nach einer vermissten weiblichen Person zu durchsuchen. Dazu bilden wir eine Suchkette. Rechte Begrenzung der Chemnitzfluss, linke Begrenzung die Gärtnerlauer Rosarium. Abstand von Genosse zu Genosse 2 bis 3 Meter. Suchkette vorwärts. Auf der rechten Seite die Abstände verringern. Genosse Hauptmann, welche Maßnahmen haben Sie bisher eingeleitet zur Suche nach der vermissten Person? Genosse Major, der ÖDH ist informiert. Und wie wird man Offizier? Durch ein Studium an der Offiziersschule Wilhelm Pieck oder den Besuch der Schule für ABV Dr. Kurt Fischer. Besonders befähigte und in der Praxis bewährte Offiziere können auf eine höhere Funktion durch ein Studium an der Hochschule der Deutschen Volkspolizei Karl Liebknecht vorbereitet werden. SM 1 und 8 zusammenziehen und eine weitere Suchgruppe bilden. Genosse Major, Aufgabe verstanden, leite weitere Maßnahmen ein. Dankeschön. Du siehst, der Dienst in der Volkspolizei ist interessant und es gibt viele Qualifizierungsmöglichkeiten bei uns. Hast du eine Frage? Im Moment nicht. Ich möchte mich erstmal recht herzlich bedanken. Schönen Tag noch. Danke. Wiedersehen.